Ich grüße euch, ihr sonnigen Tempelritter des Schattens. Wir haben genau 8 Minuten, dieses Video aufzunehmen. Dann muss ich nämlich zu Sixt. Wen wundert's? Mein Auto ist mal wieder kaputt. Der Turbo war am Arsch, ist aber eine andere Geschichte. Wir machen heute die erste Folge von 3 Minuten Q&A. Ich habe auf Instagram gesagt, stellt mir... Nee, was habe ich gesagt? Q&A für YouTube. Ich weiß, das habe ich schon 8-mal gemacht. Noch nie ein Video dazu gemacht. Deswegen gibt's heute die erste Folge 3 Minuten Q&A. Wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, dass das Video genau 3 Minuten geht. Magst du Bratwurst? Ja. Wo bist du aufgewachsen? Im Saarland. Was ist dein Ziel? Der Weg ist das Ziel. Was? Wie groß? 1,78. Wie zur Hölle bist du auf solche Videoideen gekommen? Ganz ehrlich, ich wollte einfach nur meinen Kollegen Gefallen tun. Ich habe ja die Wette verloren, musste den Schneeengel machen. Hab dann gedacht, komm, meine Kumpels kennen ja meine Mom, die wissen, wie die ist. Und ich wollte meine Mom da nicht hops nehmen, aber ja gut. Ich habe einfach nur meine Mom ein bisschen nachgespielt. Meine Kollegen sollten es witzig finden. Auf einmal kamen immer mehr Leute, die es lustig fanden. Jetzt sind wir da, wo wir sind. Willst du viele Videos hochladen? Habe ich eigentlich vor, ich habe nur noch 4 Minuten Zeit und versuch's ja trotzdem. Wie geht es Mara und seid ihr noch zusammen? Ah, an dem Punkt muss ich euch leider sagen, Leute. Wir sind immer noch zusammen. Jeder, der auf Mara ständig geiert. Adiletten oder Puma? Adiletten. Wegen was hast du mit YouTube angefangen? Ganz einfach, weil ich gerne Videos drehe, Videos schneide und Videos hochlade. Das Ding ist nur, dass früher niemand die Videos angeschaut hat. Und heute schaut sie halt jemand an. Früher haben die Leute die auch angeschaut, aber es waren einfach nur Leute, die ich gekannt habe und die haben sich drüber lustig gemacht. Die machen sich heute noch drüber lustig, aber heute verdienen nicht Geld, während die sich lustig machen. Geil. Wer ist dein Lieblings-Formel-1-Fahrer? Sag nicht Verstappen. Was ist denn mit Verstappen falsch? Es ist Sebastian Vettel! In diesem Sinne noch eine Ankündigung. Ich werde zur Formel 1 fahren nach Monaco. Kommt ein geiler Vlog. Freut euch drauf. Warum kein i4? Lieblingsauto? Audi R8. Wie alt ist Mutti, wie alt ist Oma? Boah, das weiß ich schon gar nicht mehr. In irgendeinem Video habe ich das mal gesagt. Hast du schon mal etwas geklaut? Maras Herz. So ein Spaß. Zeig mal dein Abschlusszeugnis. Ich habe absolut keine Ahnung, wo das ist. Spielst du Fußball in einem Verein und wenn ja, in welchem? Ich spiele bei dem guten SC Gutach Bleibach in der zweiten Mannschaft. Habe ja gerade einen Kreuzbandriss, deswegen habe ich jetzt fast ein Jahr dann nicht gespielt. Ich kriege da ein bisschen rum in der zweiten, just for fun. Kommt gerne mal vorbei. Wie aufwendig sind deine TikToks? Mal mehr aufwendig, mal weniger aufwendig. Heißt, ich brauche mal so eine halbe Stunde, mal 3 Stunden. Ne? Bist du dumm? Magst du Bäume? Ja, und ich habe mit dem letzten Kauf von 5 Displays 5 Bäume gepflanzt. Danke nochmal an die Display-Wand-Protection. Hat nämlich gar nichts gebracht. Spaß, ich weiß, nicht an strukturierte Wände, bla bla. Meine Wand war strukturiert. Wann geht's wieder zu Adi? Ich habe ihn gestern angerufen über FaceTime. Er ist nicht drangegangen, wir versuchen es nochmal. Hund oder Katze? Ich finde eigentlich beides nice, aber ich will auf jeden Fall mal einen Hund haben. Bus für einen Maserati Forst. Maserati Ghibli. Und ich fahre ihn nicht, er steht. Kannst du eine Roomtour machen? Alles klar. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.